heute sehr immobilienhandellastig, weil aktuell jetzt die Chancen am Markt sind und die waren die letzten Wochen noch nicht so gegeben. Und egal, ob ihr Makler seid, ob ihr Händler seid, denkt mal drüber nach, ob ihr vielleicht eure Wertschöpfungsketten in der aktuellen Zeit erweitert, ob ihr die verlängert. Es wird auch gleich unser Leiter national von der OPM, unserer Investmentgesellschaft, bundesweit auf die Bühne kommen, der Manu. Auch den könnt ihr heute ansprechen, deswegen habe ich ihn gerade nicht erwähnt, weil er gleich auf die Bühne kommt. Der Manu macht die ganze Woche nichts anderes wie Objekteinkauf im Bereich Grundstücksparzellierung und er kann euch dort extrem weiterhelfen und kann euch Tipps und Tricks geben, geht auch in die Live-Calls zu ihm und das ist ein Prozess, der muss wachsen. Der geht nicht von heute auf morgen, weil viele ja, werden jetzt dann glauben, ja, das ist eigentlich zu einfach, aber ja, es ist aktuell wieder so einfach, wie ich 2015 mit Grundstücksparzellierung begonnen habe. Der Grund, der mittlerweile daran liegt, warum es wieder so einfach geworden ist, weil wir vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt gewandelt sind. Das heißt, alle Verkäufer haben ein Problem. Sie kriegen ihre Grundstücke nicht mehr los. Das heißt, ihr habt überhaupt keine Probleme, die richtigen Objekte zu finden. Ihr braucht einen Baukasten, der zusammengesetzt funktioniert. Und wenn ihr den in der Kombi dann Reihe für Reihe, peu à peu, zusammensetzt und euch die logische Reihenabfolge, die ich euch gleich jetzt mitgeben werde, und ich bitte mal kurz mein Team, das Flipchart auf die Bühne zu stellen mit einem Stift, das habe ich nämlich vergessen, sorry dafür. Also, ja, also die haben alle ein Problem, die kriegen es nicht verkauft. Und jetzt seid ihr, und das müsst ihr jetzt wirklich Schritt für Schritt mit aufschreiben, weil selbst der Makler unter uns hat jetzt einen enormen Vorteil, er füllt seine Objektpipeline und ihr skaliert horizontal und vertikal. Wir haben in der Immobilienkette immer folgenden Sachverhalt. Ihr findet alle eine Immobilie. Das Problem habt ihr alle, egal ob ihr hier Bestandshalter seid, ob ihr Makler seid, ob ihr Händler seid. Dann kommt in der nächsten Stufe die Projektierung. Dann kommt in der nächsten Stufe die Bauphase. Und wenn das passiert ist, gibt es Verkauf und Verkauf heißt immer Euro. So. Für die Makler unter uns, wenn ihr so einen Immobiliendeal durchzieht, dann habt ihr im besten Falle 6%. Es gibt auch manche, die schaffen 8. Aber dann ist irgendwann Schluss. Ich nehme jetzt das Beispiel, 1 Million Euro mit 6% sind 60.000 Euro. Verdammt viel Geld. Ja? Wenn du im Grundstückshandel unterwegs bist, in der Parzellierung, hast du ein System, was du relativ schnell drehen kannst. Nämlich, ich habe früher innerhalb von 4 Tagen, das war mein schnellster Deal, am Montag gekauft und am Freitag schon 4 Bauwerksverträge in der Tasche gehabt. Ich musste dann nur noch zum Notar mit denen gehen, musste die 4 Wochen klack, 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 bis halt der Notar die Fälligkeitsvoraussetzungen erfüllt hat und dann musste ich 4 Wochen zwischenfinanzieren und der Deal war eingetütet. In der Regel macht man bei so einem Immobiliendeal zwischen 250.000 bis 1 Million Euro vor Steuern. Ja? Das ist mal so die Range. Und ihr als Makler unter uns habt den Vorteil, ihr füllt eure Objektpipeline und habt doppelt, ihr kriegt weiter eure Marge plus den Gewinn. Wichtig, ein Makler, welche Aufgabe hat ein Makler? Wer weiß, was die Aufgabe eines guten Maklers ist? Was ist seine Aufgabe, also was ist seine Tätigkeit, die ein Makler erfüllen muss? Er muss sowohl für den Käufer wie auch für den Verkäufer handeln, er darf keine Partei auf eine Seite ergreifen, das macht einen guten Makler aus. Ja? Und er muss diese beiden Menschen zusammenbringen. Wenn er aber jetzt in dieser Grundstücksparzellierung mit involviert ist, muss er das vorneweg anmelden. Wichtig. Ihr müsst euch vorneweg unterschreiben lassen, lieber Herr Käufer, ich weise darauf hin, ich bin hier für den Verkäufer der Problemlöser, das ist aktuell mein Modell, weil ich muss auch gucken, wie ich meine Familien ernähre, der Markt hat sich geändert, deswegen muss ich sie einfach informieren, dass ich hier auch eine Marge in der Grundstücksentwicklung eben für dieses ganze Projektieren, Architekten, Vermessung, whatever, einfach ein bisschen argumentieren. Wenn ihr das nicht tut, kam bei uns schon mal, dann kam ein Schreiben vom Anwalt und dann musste man die Provision zurückzahlen. Unser Herr Klapprig hat es Gott sei Dank geregelt, weil dann gibt es dann wieder Details. Wenn du in der Beteiligung mehr als 33% hast, musst du es nicht. Erst dann musst du es, zuvor musst du es nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Lasst es euch unterschreiben und ihr als Makler seid safe, dass euch nicht eure Maklercourtage um die Ohren fliegt. Also nur für die Makler, die jetzt sagen, hey, Modell finde ich cool, ich kann meine Pipeline füllen. Ihr geht auf den Verkäufer zu, ihr schaut im Internet, ihr müsst nicht einmal irgendwo mehr
gucken. Ihr schaut einfach die Internetgrundstücke durch und sagt, was ist das optimale, maximale, perfekte Grundstück? Und wir in Deutschland haben Folgendes. So sind unsere Gevierte aufgebaut. Ich sage jetzt wirklich Gevierte, weil so heißt das. Hier ist dann noch die Kreuzung. So. Ihr macht Folgendes, ihr schaut im Internet, Stufe 1, was gibt es für ein Grundstück? Mit einer Größe, ein Doppelhaus, brauchst du in der Regel perfekter Zuschnitt und danach bemisst sich eure Marge 220 Quadratmeter bis 300. Je größer das Grundstück wird in dieser Formel, umso weniger Marge werdet ihr haben. Wenn ihr das in den Kalkulator eingibt und da rumspielt, ist ja klar, weil dieser Immobiliendeal, Grundstücksparzellierung, setzt sich immer aus folgenden Faktoren zusammen. Einmal aus dem Grundstückspreis, der ist X, der ist vorgegeben fest. Aus dem Hauspreis, der ist vorgegeben. Und aus den Baunebenkosten, nicht aus den Kaufnebenkosten. Bei einem Grundstücksparzellierungsdeal tretet ihr nicht als Bauträger auf nach Makler- und Bauträgerverordnung, sondern ihr tretet dort als, ich sag mal, Plattform auf. Das heißt, vom technischen Ablauf her, also von der Rechtsprechung her, kann der Dominik vielleicht auch nachher etwas dazu sagen, ist es ein sogenanntes Verbundgeschäft. Das heißt, wenn ihr ein Grundstück mit Haus anbietet, fällt in Deutschland immer Grunderwerbsteuer an. Ich würde auch dringend raten, das dem zukünftigen Käufer von Anfang an ehrlich und offen zu kommunizieren, weil das Finanzamt wird sich bei euch per Post melden, bei ihm per Post melden, bei dem Verkäufer per Post melden. Die speichern mittlerweile alle ImmoScout-Anzeigen und sobald beides zusammen beworben wird, ist in Deutschland Grunderwerbsteuer auf den gesamten Kaufpreis fällig. Ja? Umso offener ihr in der Kalkulation mit eurem zukünftigen Käufer umgeht, umso schneller wird der Deal zustande kommen. Wenn ihr irgendetwas nicht erklären könnt, wird er Angst bekommen. Denn in der Grundstücksparzellierung vermittelt ihr ein gesamtes Konzept. Ihr geht mit 1 Million Kaufpreis, um diese glatte Summe zu nennen, in die Vermarktung. Und jetzt passiert Folgendes. Der Kunde kommt zu euch, hat Interesse, dieses Paket zu kaufen. Und jetzt müsst ihr ihm suggerieren, pass mal auf, das Grundstück bekommst du von A und die Hausleistung von B. Wir gehen gemeinsam, alle Beteiligten, zum Notar. Du kaufst imaginär in dem Notartermin erst das Grundstück, wirst Eigentümer deines Grundstückes, bezahlst das Grundstück sofort. Und wenn dann du Eigentümer des Grundstückes bist, hast du in dem Notartermin die Hausbaufirma beauftragt, dass sie auf deinem Grundstück nach Makler- und Bauträgerverordnung Schritt für Schritt das Haus baut und du nach Baufortschritt bezahlst. Hat das jeder verstanden vom Konzept her? Erstmal kriegt er was komplett, nämlich A, Grundstück. Wenn er Eigentümer ist, hat er im Notarvertrag schon unterschrieben, wird die Hausbaufirma nach Baufortschritt das bezahlen. Ja? Hat für euch zur Folge als Händler, ihr seid nicht in der Haftung mit dem Hausbau und ihr habt nichts mit der MABV, mit der sogenannten Makler- und Bauträgerverordnung zu tun. Sprich, die Marge, die in dem Grundstückspreis steckt, kommt zu 100% direkt nach Fälligkeitsvoraussetzung bei euch an. Das ist mal das Modell. So, das heißt, wir haben einen Grundstückspreis, wir haben einen Hauspreis, einen Baunebenkostenpreis, dann kommt eine Marge, die ist gleich X, also das ist fix, die Baunebenkosten, der Hauspreis ist fix und das ist variabel, weil aufgrund von Pizzaschnitten, die ihr stellt, 1000 Quadratmeter Grundstück, ihr zerschneidet das in 4 Grundstücke mit 250 Quadratmeter, auf einmal löst ihr dem Verkäufer sein Problem. 1000 Quadratmeter in der aktuellen Situation, immer noch hohe Preise und jetzt soll das einer kaufen mit hohem Zins. Macht aktuell keiner, also bekommt er die Grundstücke nicht weg. Und wenn ihr jetzt auf den Verkäufer zugeht und sagt, schauen Sie mal her, ich habe Ihr Grundstück gesehen, das ist schon sehr, sehr lange in der Vermarktung. Das liegt mit Sicherheit daran, weil es zu teuer ist auf den Durchschnitt in Deutschland. 1 Million
4% Zins, 1% Tilgung, 5%, 50.000 im Jahr sind 4.000 nur im Monat für das Grundstück bei einer 100% Finanzierung. Jetzt ziehst du 20% ab, dann hast du 3,2. Nur fürs Grundstück. Schaut euch mal in Deutschland die durchschnittlichen Verdiensttabellen an, nicht mehr machbar. Deswegen löst ihr eben sein Problem. Jetzt ist auf einmal das Grundstück keine Million teuer mehr, sondern 250.000 mit 4% sind 10.000 geteilt durch X, habt dann ein Viertel von der gesamten Summe, ist logisch, richtig? Also wird es jetzt automatisch für den zukünftigen Käufer wieder erschwinglich. Der Bürger in Deutschland, der Eigenheim haben möchte, und das ist das Schöne für uns alle hier im Raum, Wohnen wird ein Leben lang gebraucht. Wir Menschen wollen Geborgenheit, wir wollen Liebe, wir wollen Wärme. Und wir wollen es warm, gemütlich mit unseren Familien, unseren Kindern haben. Und das war vor Hunderten von Jahren so und das wird auch in Hunderten von Jahren noch so sein. Vielleicht verändert sich die Ökologie, dass Bauweisen sich verändern, das mag alles sein. Ich war gerade in Amerika, da wird der Himmel Angst. Dann ist mir klar, wenn dann ein Tornado kommt, warum es da jedes Haus wegbläst. Ich war letzte Woche hier in Augsburg, im Friedberg, in meiner Heimatstadt, auf dem Altstadtfest. Da kam auch der Wind, da hat es dann die Dächer weggeblasen, wie in Amerika. Also deswegen, das wird sich vielleicht verändern, aber wohnen wollen wir alle. Ja? Aber wir müssen uns alle verkleinern. Die Menschen, die heute noch kein Eigenheim haben, die nächsten Generationen, die nicht von daheim erben, die werden es wahrscheinlich ganz schwer schaffen. Und die, die es schaffen, müssen anstatt dieses klassische mittelständische 160 Quadratmeter Doppelhaus 140 gehen. Und jetzt ein wichtiger Hinweis für die Grundstücksparzellierung. Den Menschen, und das habe ich über hunderte von Gesprächen erlebt, weil ich habe wirklich... Wir haben hunderte von Grundstücken parzelliert und dadurch kommen natürlich immer x Familien und viele kaufen dann nicht, weil sie mit dem Modell vielleicht auch nicht klarkommen, weil ich es am Anfang vielleicht auch nicht so gut erklärt habe, damit das wirklich für jeden nachvollziehbar ist. Denn wenn wir Menschen eine Immobilie kaufen, dann gehen wir eine Verpflichtung fürs Leben ein, in der Regel, und da hat man Angst, Angst Fehler zu machen. Das heißt, ihr müsst dieses Modell, kaufe Grundstück von A, du bist sofort Eigentümer, das gehört dir und beauftrage die Firma, erklären können. Ja? Aber es war nie wichtig, wie groß das Grundstück ist. Es ist immer die Wohnfläche entscheidend. Deswegen, es werden jetzt vielleicht viele hier im Raum sitzen, die sagen, oh, 220 Quadratmeter, da kann ich mal ein Handtuch auslegen und mein Hund kann auch nicht im Garten machen. Keine Ahnung, was da so für Gedanken gerade hier im Raum rumschwirren. Fakt ist eins, die Menschen kaufen Wohnfläche, kein Grundstück. Wir hatten früher Grundstücke mit 1000 Quadratmeter, meine Oma. Heute ist das genau das Modell, wo ihr Unabhängigkeit schafft für euch in eurem Leben, weil ihr ein Problemlöser seid. Ihr löst das Problem. Ihr parzelliert Grundstücke nach Pizza-Verfahren. Ihr zerschneidet es und ermöglicht jungen Familien nicht mehr die 160, sondern vielleicht die 130, 120 zu ermöglichen. Und das wollen Menschen. Und ihr dürft kein Luxussegment machen, weil ihr darauf steht. Und wir haben gestern hatte ich ein Onboarding. Es geht im Leben immer um eins und das möchte ich euch heute mitgeben. Und wenn einer mich fragt, meine zwei größten Learnings meines Lebens, Learning Nummer eins ist Geschäftsmodell. Seitdem ich ein funktionsfähiges, skalierfähiges Geschäftsmodell habe, da sitzen die zwei Jungs, könnt ihr mal nachher anquatschen, war ein richtig, richtig geiler Onboarding gestern im Geschäftsführertraining. Wenn ihr kein funktionsfähiges Geschäftsmodell habt, und für mich ist ein funktionsfähiges Geschäftsmodell, ihr streckt einen Euro in die Maschine rein und unabhängig von eurer Arbeitszeit, ganz wichtig, kommen hinten mehr Euros raus. So, jetzt werden viele hier im Raum sitzen und sagen, ja, so ein Schwätzer. Ja, bin ich in dem Punkt, aber ich möchte euch den Spiegel vors Gesicht halten. Ihr müsst alle es hinbekommen in eurer Strategie, in eurer Persönlichkeit. Und das hat bei mir sehr lange gedauert. Ich bin jetzt 45 Jahre alt. Und ich habe es eigentlich erst so mit 36 Jahren, seitdem ich Grundstücksparzellierung mache, weil daran ist der ganze Ursprung, warum ich eigentlich heute hier stehe, warum ich euch kennengelernt habe. Ich habe 2015 mit Grundstücksparzellierung angefangen, habe im ersten Jahr, glaube ich, 7 Grundstücke parzelliert, habe ein Haus zu der Zeit gebaut, wusste gar nicht, wie groß ich bauen kann, wollte 300.000 Euro, war das Budget, das hätte nie und hätte auch so nie hingehauen, aber Gott sei Dank kam die Parzellierung. Und ich konnte mit meiner Frau das Haus immer schöner weiterentwickeln. Schönere Holz-Alu-Fenster, schönere zentrale Lüftungsanlage, schöne Kücheninsel, schönen Pool.
All diese Dinge konnten wir uns leisten wegen der Grundstücksparzellierung. Und das war das erste Mal in meinem Leben auf das Geschäftsmodell, dass ich Geld verdient habe. Ich habe davor auch Geld verdient. Ich hatte davor auch schon mal sechsstelliges Einkommen gehabt. Aber ich hatte es das Jahr darauf nicht mehr und ich wusste gar nicht, warum. Und ich habe immer die Schuld dann nie bei mir selber gesucht, sondern immer bei anderen. So, und das ist auch ein Problem hier im Raum. Wir müssen alle es lernen, wenn ihr nicht da seid, wo ihr seid. Und das ist unsere Aufgabe hier im Training. Und ich weiß, ich habe ja viele Gespräche hier im Raum, ich schaue jetzt auch keinen an, ich schaue jetzt einfach da geradeaus durch. Ups, Entschuldigung. Da ecke ich oft immer an, weil man natürlich im das Training die Erwartung hat, man kriegt eine Schablone, die ihr bekommt, die setzt sich an und die funktioniert von heute auf morgen. Leider ist das Leben nicht so. Weil erstmal kommt das Wissen bei dir an, das musst du selber mal verarbeiten. Dann meistens muss man irgendwelche Leute mitnehmen, entweder seine Partner, seinen Lebenspartner oder seine Mitarbeiter. Und die haben ja eine ganz andere Perspektive. Da werde ich dann zum Schluss noch in meinem letzten Vortrag was erzählen. Und das ist so eines meiner größten Learnings im Leben. Ihr könnt mir gerne die Schuld geben. Ich nehme das auch an und ich zoffe mich auch gerne mit euch. Immer auf Augenhöhe, also es muss immer niveauvoll gehen. Ich werde meine Meinung vertreten, ihr werdet eure. Meine Aufgabe ist es aber hier im Raum, euch eine neue Perspektive zu bieten. Ich muss es schaffen, dass ihr mal nicht mehr links und nicht mehr rechts denkt. Und vielleicht habt ihr aktuell rechts gedacht, aber nächste Woche kann der Markt wieder anders sein. Ich kann nichts für das Leben, ich kann nichts für die Immobiliensituation, wo viele gerade leiden. Ihr müsst einfach Ärmel hochkrempeln, so wie ich heute, und sagen, was hinter mir war, ist vorbei, ich muss nach vorne schauen. Und es gibt ja Menschen, die auch in der aktuellen Marktlage extreme Fortschritte, extreme Gewinne erwirtschaften. Und das ist jetzt wieder mit Grundstücksparzellierung möglich. Aber arbeitet an euch selber, versucht das zu verstehen und kommt auf uns zu, wenn es nicht funktioniert. Ich kann immer nur helfen, und das ist das Witzige, auch mit den Leuten, wo ich mich dann mal gezofft habe, wir mögen uns ja alle, danach gibt es wieder einen Schritt weiter, weil man halt dann doch mal sagt, okay, vielleicht ist da doch noch irgendwas, was ich nicht weiß. Es gibt Dinge, die kennt man, die nimmt man nicht wahr. Werde ich euch nachher erzählen, was bei mir letzte Woche in der Firma passiert ist, wo ich mich selber ertappe und denke mir, warum machst du das nicht? Wie blöd bist denn du eigentlich? Also ich habe keine neue Errungenschaft letzte Woche gehört, wo ich gesagt hätte, wow, aber ich habe es einfach nicht bewusst wahrgenommen. Und dann gibt es Dinge, von denen habt ihr noch nie was gehört. So, wieder zurück zum Geschäftsmodell. Ihr müsst ein Geschäftsmodell bauen. Ihr müsst ein Modell bauen, wo ihr einen Euro unabhängig von eurer Zeit reinsteckt und dann wieder mehr rauskommt, mindestens Faktor 5. Wichtig, Faktor 5. Im besten Fall 7 bis 10, weil auf so einem Fließband sind Kosten. Und macht ja nicht den Fehler, den die meisten machen, Skalierung vorneweg. Das machen nämlich die meisten. In einem Unternehmensaufbau gibt es zwei Seiten. Nämlich, es gibt die Umsatzseite, die müssen wir alle erfüllen und die Architektur. Und in der Architektur gibt es 19 Bereiche, die ihr in eurem Leben im Unternehmertum bewältigen müsst. Da kann ich euch nicht helfen, das ist so, ihr habt euch entschieden. Ihr wisst das teilweise gar nicht, dass ihr in eurer Firma der IT-Beauftragte seid, dass ihr der Marketingleiter seid, dass ihr der Unternehmenssteuerung, Kommunikationsverantwortliche seid, dass ihr der Vertriebsleiter seid, dass ihr vielleicht auch noch manchmal die Probleme eurer Mitarbeiter mit aufnehmen müsst, weil die auch Probleme haben, da müsst ihr ihnen helfen. Ihr seid der Geschäftsführer, ihr seid der Einkauf, ihr seid die Logistik, keine Ahnung was. Aber erst kommt Umsatz, das Geschäftsmodell. Und die meisten haben das falsche Geschäftsmodell mit einer zu niedrigen Marge. Und da tut es manchmal weh und lieber schneidet man mal einen alten Stiefel ab, den man früher gemacht hat, weil wir sind ja alles Menschen in der Komfortzone, und umdenken und dann nochmal versuchen, so den ein oder anderen Schraubschlüssel in die richtige Richtung zu setzen. So, jetzt wieder Grundstücksparzellierung. Das ist ein Modell, was funktioniert. Das hier, umso größer ihr euer Grundstück macht, ein Beispiel, 1.250.000 Quadratmeter, dann steht da in der Formel variabel, wie viel? 250.000 Euro Grundstücksanteil. Ja? Wenn ich jetzt da unten 1,5 Millionen bekomme, ich mache jetzt einfach Fantasiezahlen, ja? So, dann ist der Hauspreis ist fix, ihr braucht eine Hausbaufirma, eine Massiv-Hausbaufirma, keinen diese Massahäuser dieser Welt, Heinz von Heiden, habe ich alles probiert.
funktioniert, aber das sind Maschinen, da ist euer Kunde in einem Jahr dran. Und der wird euch ein Jahr lang jeden Tag anrufen und nerven und sagen, wann machen die weiter? Ja, weil die haben so einen großen Ablauf, da ist die Hausplanung 1, 2, 3 Jahre im Voraus, dass du überhaupt drankommst. Sucht euch so, geht mal auf, könnt ihr einen Manu anrufen, ansprechen, wer die perfekte Hausbaufirma ist. In der Regel so ein Regionaler, da sitzt schon jemand, könnt ihr auch sprechen. Und dann habt ihr einen Fixpreis. Sagen wir mal, der Hauspreis ist fix 500.000. So, die Baunebenkosten sind Dixi-Toilette, Strom, Wasser, Bauantrag, all die Dinge, die während der Zeit eines Hausbaus passieren, weil ja Grundstücksparzellierung kein Bauträgermodell, muss er die zahlen. Die sind so, ich würde mal sagen, aktuell 60.000 Euro. 250, 750, 810.000, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Gleiche Beispiel, wenn das Grundstück 333 Quadratmeter groß ist, dann ist die Million auf einmal 333.000 Grundstücksanteil. Auf einmal geht dir hier unten 83.000 Euro Marge verloren an einer Parzelle. Ja? Also passt auf, dass die Grundstücksgröße den optimalen Zuschnitt hat von 220, 250 Quadratmeter. Es geht auch mit 300, aber es frisst eure Marge, das müsst ihr einfach wissen. So, wie komme ich jetzt an Grundstücke im Internet? Und jetzt macht ihr als ersten Schritt, es gibt in Bayern den Bayern-Atlas. Da kann man reingehen, Adresse angeben, dann kommen alle Gemarkungen, kann man das Zeichen eingeben, Grundstücksgrößen, dann kann man sogar rausmessen. Dann schaut ihr euch dieses Geviert im Bayern Viewer oder Google Maps an. Ihr fahrt nicht zu diesem Grundstück. Also, wir schreiben eine Reihenfolge auf. Also, ihr schaut im Internet nach Grundstücken. Zweiter Step. Ihr schaut in eurem sogenannten Baden-Württemberg-Viewer oder wie die Dinger halt bundesweit heißen, Manuel Ott fragen. In Bayern, den Bayern-Viewer. Bayern-Viewer. Oder Google Maps. Ihr fahrt nicht zu dem Grundstück hin. Das interessiert keinen. Ihr wollt ein skalierfähiges Geschäftsmodell. Und die meisten Geschäftsmodelle, die funktionieren, scheitern an was? An der Schlagzahl. Die Menschen machen zu wenig. Wir bei Bricks and Mortar sind einfach so erfolgreich, und das sage ich aus aller Überzeugung, weil Zahlen lügen nicht, weil wir einfach mehr tun wie alle anderen in Deutschland. Wir rufen mehr Leute am Tag an, wir gehen wie im Maschinengewerk mit der Bazooka da durch und rufen euch auch ständig an. Ihr wisst ja, wie wir uns da vertriebstechnisch verhalten. Ja? Ihr müsst einfach die Schlagzahl erhöhen. Bayern Viewer gucken. Und jetzt wichtig, das habe ich gelernt, das war mir auch nicht klar. Lauft mal bei euch durch euer Wohngeviert. Also wo ihr wohnt und schaut mal die Nachbarschaft an. Ihr erkennt Muster. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einen Bebauungsplan und es gibt Paragraph 34. Paragraph 34 heißt nähere Nachbarschaftsbebauung. Das ist so ein Modus, den die Baubehörden in Deutschland irgendwann mal eingezogen haben, weil sie halt sagen, naja, wir können ja nicht immer irgendwie alles nachziehen in den Bauanträgen. Wir richten uns nach der Nachbarschaftsbebauung. Und jetzt aufgepasst. Ein sogenanntes Geviert ist nicht über die Straße drüber, da kann die Falle kommen, sondern ihr habt hier eine Seite und hier unten eine Seite, dann ist das Geviert. Und jetzt passiert im Kopf Folgendes. Grundstücksgröße messen und jetzt müsst ihr ein bisschen denken können, wie kann ich dieses Grundstück am besten zerschneiden in der maximalen Größe. Also gehen da 4 Doppelhaushälften in Länge und Breite rein. Aufgepasst. Ein Haus muss mindestens 6 Meter Breite haben und eine Länge von 10 Metern. Dann habt ihr nämlich eine Grundfläche von 60. Danke. So, 60 plus 60 sind 120, plus Dach 20 sind 140, plus noch einen halben Keller, weil alle in Deutschland in ihren Annoncen den Keller halb einrechnen. Achtung, das darf man. Wenn man gewisse Raumhöhen, gewisse Belichtungen erfüllt, kann man das Ganze als halbe Wohnfläche angeben. Ist aber gar nicht eure Aufgabe, weil das macht gleich der Architekt für euch. Also, ihr schaut euch das Geviert an, sagt, okay, da steht ein Doppelhaus. Also hier ist ein Doppelhaus, sagen wir mal so. Dahinter steht aber 4 Doppelhaushälften. Oder hier steht ein Dreispänner. Jetzt müsst ihr automatisch sagen,
Das könnte mein Bezugspunkt sein. Ihr müsst wie so ein Wühler suchen, wo ist mein Bezugspunkt. Und wenn ihr den habt, kommt als nächstes eure Traumkalkulation. Ihr habt bei uns im Coaching einen Kalkulator, und das ist genau mit dem wir rechnen. Ihr checkt jetzt Nachbarschaft und danach macht ihr eine Musterkalk mit diesen Werten, die ihr kennt. Fangt jetzt ja nicht an, Musterkalkulationen machen, wenn ihr euren Baukasten nicht gepflegt habt. Wenn ihr nicht die Hauspreise wisst, nicht was es Abriss kostet und da irgendwelche Fake-Zahlen einbaut, dann bescheißt ihr euch selber und fahrt an die Wand. Ja? Also Musterkalkulation. Musterkalkulation grün. Boah, da stehen, keine Ahnung, was ihr wollt. Wenn ihr 50.000 wollt und da stehen 50, macht's. Ich würde euch abraten. Weil meistens die Kalkulationen nie zu 100% aufgehen. Da müsst ihr irgendwie so ein 10-20% Puffer nach unten oder nach oben. Bei Grundstücksparzellierung klappt das ziemlich genau. Bei Bauträgerei, wer mir erzählt, er hat einmal eine Bruchlandung getroffen, das ist wie ein Hole-in-One. Gibt's nicht. Ja? Also, Musterkalkulation grün, Haken, jetzt da, Architekt. Ihr braucht einen Architekten, weil der liefert euch weitere Grundstücke. Der kann jetzt checken und aufgepasst. Nicht nach dieser HOAI, dieses doofe Wort. Sucht euch einen Architekten vorneweg, dem ihr euer Problem erklärt. Die haben alle gerade Riesenprobleme, die haben keine Aufträge mehr. Auch für die seid ihr Problemlöser. Weil schau mal her, lieber Architekt, ich bringe dir Grundstücke, du machst einen ersten Check und dann kannst du mit der Hausbaufirma, bringe ich die zusammenarbeiten. Ja? Kostet entweder nichts oder individuell verhandelbar 1.500 Euro für eine Bauvoranfrage. Weil ihr müsst ja dann noch eine Bauvoranfrage stellen, parallel komme ich gleich dazu. Der Check ist kostenlos. Architekt checkt. So, jetzt da, 6. Und warum ist direkt eine Bauanfrage? Kommt gleich. Dann, wenn du auch die Zusage vom Verkäufer hast. Weil was willst du jetzt schon die Bauvoranfrage checken? Du bist immer noch, ihr seid immer noch für euch am Rechner. Ihr wart noch gar nicht an dem Grundstück. Ist ja alles doch wurscht. Warum soll ich da hinfahren, wenn es danach eh nicht klappt in der Kalkulation? Also, Architekt checkt, jetzt fahrt ihr vor Ort. Vor Ort fahren, mit dem Verkäufer treffen. Und jetzt müsst ihr verkaufen können. Und ich lehre euch immer, wie funktioniert ein Verkaufsgespräch. Kennenlernen, Bedarf, Kaufbereitschaft, Angebot, Abschluss. So ist ein Verkaufsgespräch jedes, auch an der Bar mit einer Frau, einem Mann. Ihr geht an die Bar, ihr lernt euch kennen, ihr macht die Bedarfsermittlung von beiden Seiten, meistens die Männer mehr wie die Frauen. Und dann gibt es Kaufbereitschaft, nur mal angenommen, würde dann, Angebot, Hotelzimmer, Abschluss. Ja, aber ihr lacht, aber wir verkaufen uns im Leben so, wissen es aber gar nicht, dass wir es tun. Also wieder Spaß beiseite, ihr geht zu dem Verkäufer und sagt, naja, schönes Grundstück, was ist Ihnen denn wichtig beim Verkauf der Immobilie? Die meisten Menschen wollen immer nehmen, aber nichts geben. Und ihr könnt nur ein Geschäft machen, egal mit Mann, Frau oder beruflich, wenn beide Seiten etwas davon haben. Wenn ich aber nie frage, was der andere will, werde ich auch nie zum Ergebnis kommen. Ganz wichtig. Klassisch die Makler unter uns, erzähle ich immer, die laufen immer tolle Wohnungen, da ist Schlafzimmer, da ist Werkstatt, da ist dies, das und jenes. Aber fragt doch mal die Leute, was ist ihnen denn wichtig beim Kauf, wenn wir gleich die Immobilie besichtigen. Fragt doch mal, was die wollen, dann könnt ihr auch Lösungen bieten. Und wir in Deutschland sind immer so höflich und sagen nicht ehrlich, was wir denken und gehen dann wieder. Ja? Also deswegen, das ist so vor Ort Besichtigung, jetzt verhandeln, jetzt ihm dann das Problem erklären, wie er das Ganze löst. Sie geben mir einen Auftrag, einen Projektierungsauftrag, den findet er bei uns in der Masterclass Händler. Oder ihr macht einen Makler-Alleinauftrag. Sie geben mir 6 Monate Vermarktung, ich mache in der Zeit für Sie den Mehrwert, nehmt 1.500 Euro in die Hand und jetzt gehst du zum Notar, zum Architekten und holst die Voranfrage, weil du ja hier ihm das verkauft hast. Die kostet in der Regel 1.500 Euro und jetzt gehst du schon parallel mit deiner Hausbaufirma in den Vertrieb. Ab jetzt, sobald du die Voranfrage stellst, startet Vertrieb. Jetzt werden viele sagen, naja, aber ich kann ja gar nicht verkaufen. Stimmt. Müsst ihr auch wieder verkaufen. Jetzt kommen Anfragen und dann werdet ihr hingehen, wenn die Kalkulation gut ist und ihr eventuell den Verkäufer sogar im Preis runtergehandelt habt.
und werde sagen, lieber Herr Käufer, das macht dann die Hausbaufirma den Vertrieb, ihr müsst den gar nicht selber machen. Könnt ihr machen als Makler oder als Händler, gebt das ab, skalierfähig, gebt es lieber den externen Maklern oder Hausbaufirmen ab und ihr könnt mehr solche Deals machen. Könnt ihr bundesweit machen. Es liegen in Deutschland bestimmt für uns alle hier genügend Futter auf der Straße. Ich würde sagen, da sind bestimmt 5.000 Grundstücke bundesweit verfügbar. Ach mehr, 10.000 wahrscheinlich. Wer da am Montag anfängt, hat in einem Jahr keine Probleme mehr in seinem Leben. Max, eine Frage, weil du sollst nicht parzellieren und verkaufen ohne eine Baufirma. Was bitte, du sollst die Frage nochmal? Wieso ein Grundstück nicht einfach teilen, verkaufen, ohne sich eine Firma zu holen? Stopp, ich habe gesagt, Bauen nachher. Ganz kurz, du gehst jetzt Startvertrieb und du gehst mit einem gesamten Konzept. Dein Baukasten ist fertig, du hast das Grundstück. Plus habe ich verstanden, Hausbaufirma. Aber die Schnelligkeit wäre doch hier um ein Vielfaches höher, wenn du nur parzellierst und verkaufst. Ohne die Firma, ohne eine Baufahrenfrage. So, mein Lieber. Funktionsfähiges Geschäftsmodell. Deins funktioniert nicht, meins funktioniert. Denkt euch mal in die Themen rein. Wer will denn jetzt ein Grundstück kaufen in Deutschland aktuell? Meinst du, dass eine Familie Bock hat, ein Grundstück zu kaufen, was parzelliert ist, auf 4 Doppelhaushälften, wo ich mir den Nachbarn suchen muss, wo ich dann eventuell einen habe, der nie mehr baut, dann habe ich da eine Zigarettenschachtel stehen, ich muss einen gemeinsamen Kellerausschub machen, wenn ich einen Dreispänner habe, dann ist in der Mitte die Hälfte frei. Geht nicht. Nicht zu Ende gedacht, Michael. Wir Menschen wollen... Reihenhäuser, Doppelhäuser bauen, klar. Ja, stopp, auch die Aussage gefällt mir nicht. Okay. Probier es anders, es funktioniert nicht. Ich weiß, du bist Bauträger, funktioniert nicht. Ja, es funktioniert nicht. Ich habe da alles getüftelt und das ist wieder das Thema. Ihr könnt es jetzt genau so nach der Schablone machen, es funktioniert. Oder ihr fangt wieder an, selber zu fummeln und zu machen. Ich habe immer mir eins in meinem Leben angewöhnt. Ich mache Dinge und ich schaue mir auch sehr viel bei Menschen ab, wo ich weiß, die funktionieren. Ich habe aufgehört, in meinem Leben zu experimentieren. Ich bekomme so viele Angebote an Beteiligungen, tollen Geschäftsmodellen. Ich mache nur noch in meinem Leben eins. Unternehmensberatung, Immobilien. Ich mache mein Kerngeschäft, Bricks and Mortar, national, bundesweit zu der Nummer 1 in Deutschland aufzubauen und Immobilieninvestments, wenn es aktuell möglich ist. Das war es nicht. Ich habe keine Firlefänze gemacht und habe irgendwie andere Experimente gemacht. Und dann beteilige ich mich mittlerweile noch, das ist dann die Endstufe, an anderen Unternehmen, die in meiner Wertschöpfungskette im Immobilienbereich Sinn machen. Also ich würde jetzt keinen Kiosk aufmachen, sondern das sind dann Architekturbüros, wo ich mich beteiligen würde, an einer Baufirma, wenn ich damit nichts zu tun habe, an einem Online-Marketer, an einer Marketingagentur, an, was haben wir denn noch alles für Beteiligungen? Also wir haben viele Beteiligungen, aber alle im Bereich Immobilien. Ja? Aber nochmal, Michael, ist deine Entscheidung. Ich kann euch nur, und das muss ich auch immer sagen, ich kann euch nur Perspektiven aufzeigen. Was ihr in eurem Leben macht, ist eure Entscheidung. Das ist wirklich, das muss ich so sagen. Also ich bin nicht für euer Leben verantwortlich, das seid ihr selber. Und ich bin für meins verantwortlich, meine Mitarbeiter für ihrs. Und zum Schluss müssen wir für uns alle selber entscheiden, wo wir hinwollen. Ja? Also, Grundstück, Startvertrieb über die Hausbaufirma. Jetzt passiert Folgendes, Familien kommen, ihr sagt, schauen Sie her, für Sie Vorteil, aktuell Zinsuhr sehr hoch. Deswegen... Wir machen jetzt die Bauvoranfrage, Sie klären parallel die Finanzierung und wenn wir alles zusammen haben, dann gehen wir zum Notar mit der Hausbaufirma und Ihr Projekt startet. Sie sind zu 100% safe. Wichtiger Hinweis, und der Joker zieht immer, verkauft Ihnen Ihre Bank. Wissen Sie, Sie sind noch, Herr Lange, ein bisschen verunsichert mit Ihrer Frau. Ich merke, da steht noch irgendwas zwischen uns. Ein Hinweis von mir, ich habe das auch gemacht vor 10 Jahren, hat er keine Ahnung von Immobilien. Der letzte Indikator für die grüne Ampel ist Ihre Bank. Weil Ihre Bank wird das Projekt genau prüfen, die wird den Preis prüfen, die wird die Lage prüfen, die wird den Mechanismus prüfen. Und Gott sei Dank leben wir in Deutschland, dass wir über Notar sicherstellen können, dass Ihr Grundstück nicht zweimal verkauft wird. Sie haben die Sicherung über die Makler- und Bauträgerverordnung, dass Sie immer im Nachgang bezahlen und zum Schluss kommen Sie sicher in Ihr Eigenheim und Ihre Bank wird Ihnen das Ganze auch bestätigen. Ja? Also ihr müsst so ein bisschen die Argumentationen auch kennenlernen, weil in dem Verkaufsleitfaden wird zu gewissen Zeiten immer die gleichen Dinge wieder passieren.
Ja? Ich mache noch 3 Minuten, bin ich schon 2 drüber, weil ich so am Anfang so viel erzählt habe. Ja? Also das ist das Modell und dann wird die Voranfrage abgewartet, abwarten Voranfrage und dann ist Notar, wenn Käufer da ist. Ja? Das ist die Schablone, die findet ihr auch bei uns im Coaching. Ihr könnt mich den ganzen Tag ansprechen, wenn ihr Fragen dazu habt. Ich hatte eigentlich eine Präsentation vorbereitet, aber die gehen wir jetzt durch. Ich mache das lieber immer on the fly, sage ich in meinem Team. Tue ich mir leichter wie mit so einer Folie. Ja, genau. Also jetzt passiert Folgendes. Du hast dann die Bauvoranfrage da. Du regelst im Notarvertrag, dass du das Ganze eben... also er fragt, habt ihr die Frage alle gehört? Ja, gerne nochmal. Ja, ich habe gefragt, ob die Grundstücksteilung an sich schon stattgefunden hat durch die Bauvoranfrage im Prinzip, genau. Nein, die Parzellierung, die tatsächliche Zerteilung des Grundstückes passiert nach Notarvertrag. Da wird dann ein Plan reingegeben und die können mittlerweile genau der Architekt plus minus 1 Quadratmeter messen, wie groß die zukünftige Parzelle sein wird. Dann wird es einem Notarvertrag eine Klausel geben, sollte eine Abweichung größer oder kleiner 3 Quadratmeter sein, wird in dem und dem Satz verrechnet, nach oben oder nach unten, aber untereinander, nicht zwischen euch, weil die Endgrundstücksgröße passt ja wieder. Und dann steht da drin, die Kosten übernehmen die zukünftigen Eigentümer und ihr, kann mal die Eva sagen, die macht das dann immer, wie geht das? Das ist überrascht. Sie macht das nämlich dann, weil sie ruft dann beim Vermessungsamt an und sagt, hey, hier ist die Notarurkunde, wann könnt ihr kommen? Schnelles Verfahren, gibt es einen 20%igen Aufschlag, jeder Vermessungspunkt kostet Geld, aber das müsst ihr nur erzählen, weil ihr bezahlt es ja gar nicht, sondern der zukünftige oder die zukünftigen Käufer. Ihr fahrt dann noch mit an das Grundstück zum Vermessungstermin, die wollen einen dabei haben und dann geht es eben weiter. Die für den Käufer dann eigentlich noch draufkommen, oder? Die, ja, die hast du aber vorher in deiner Kalkulation, in diesen Baunebenkosten, ups, da ist es nicht, in den Baunebenkosten mit verhackstückelt. Jetzt wollte ich eigentlich den Manu mit auf die Bühne bringen. Manu, komm mal kurz vorne auf die Bühne, mal einen ganz großen Applaus für den Manuel Ott. So, jetzt da. Manu, stell dich mal kurz vor, ich habe es vergessen, sorry, wir überziehen jetzt schon am Anfang, aber ich mache es dann hinten raus wieder gut. Manu, stell dich vor. Okay, hi. Der eine oder andere kennt mich, Manuel Ott. Ich mache bei Max den Projektcall, bin bei der OPM angestellt, bin der Einkaufsleiter national, sprich, ich kümmere mich um die ganzen Projekte, die wir jetzt gerade haben und auch um den Einkauf. Und auch um die Probleme übrigens. Also auch wir haben Probleme in den Bereichen. Auch das ist ja mal wichtig zu sagen. Es ist keine Einbahnstraße, also jeder hat die Themen, wir auch. Ja, definitiv, also ein bisschen Kummererstatus gerade, wenn man das so sagen kann, genau. Kam so in den Gesprächen gerade, ich war jetzt gerade in Bremen und in Hamburg und da kam gerade so ein bisschen heraus, so ein bisschen Kummererstatus, genau, aber das gehört immer mit dazu. Wenn ich darf, Max, würde ich ganz kurz 2 Fragen mal in die Runde stellen. Klar, du darfst alle, also ja. Wir machen jetzt noch ganz kurz die 15 Minuten, die wir beim Einlaufen verpasst haben mit Teamvorstellung, die haben wir noch, das sind noch 8 Minuten, aber da müssen wir wirklich runter, weil sonst wird es schwierig. Alles gut. Kurze Frage an euch. Ich mache seit Mai 2022 mache ich eine Auswertung an den ganzen Standorten. Hamburg, Wolfsburg, Braunschweig, Nürnberg, Stuttgart, München und Nürnberg, Augsburg mit dabei. Max hat gerade eben gesagt, ungefähr 10.000 Grundstücke. Was glaubt ihr, stimmt es? Wer sagt mehr, wer sagt weniger? Mehr? Deutlich mehr sogar. Mai 2022, München aktuell, Mai 2022, 250 Grundstücke am Markt. Was glaubt ihr, wie viele haben wir jetzt? Mindestens das Dreifache, würde ich sagen. 1070 Grundstücke, nur in München, Umkreis 50 Kilometer. Stuttgart genau das Gleiche, Hamburg, Nürnberg, kannst du komplett die Schablone über alle Standorte drüber ziehen, genau das Gleiche. Das heißt, im Endeffekt nichts anderes, egal ob Makler oder Eigentümer privat, der Markt steht komplett offen. Und das ist genau das, was ich gerade zur Zeit mache. Genau das, ich sage, wir kaufen gerade keine Grundstücke, das sage ich ganz offen ehrlich, aber wir verkaufen einen Mehrwert. Das heißt Investments ohne Geld auszugeben. Im ersten Schritt. Das ist doch geil, oder? Und das ist genau der Problemlöser, den wir jetzt gerade bieten können, egal ob es jetzt privat angeboten wird oder
ob es ein Makler ist. Völlig wurscht, weil ich kann auch zum Makler hingehen und kann sagen, hey, ich bin dein Problemlöser für den Kunden, weil du bietest das Grundstück doch schon seit 8-9 Monaten an. Im Übrigen machen wir jetzt genau so einen Entwicklungsvertrag hier in Augsburg. Genau auf die Basis, Entwicklungsvertrag über 12 Monate. Ein Makler bietet wie lange Grundstück an gerade zur Zeit? Mit dem Auftrag 6-9 Monate. Verlorene Zeit. Aus meiner Sicht. Jetzt denk mal strategisch, da bitte Mikro, das sind 2 Mikrofone. Wir werden auch heute eins neu machen. Wir werden die Themen, die heute hier am Tage kommen, habe ich schon gesagt, in den letzten Vortrag nochmal mit verpacken. Ja? Also werden auch noch ganz viele Themen hinten rauskommen. Aber wie geil ist denn das? Ihr wisst doch gar nicht aktuell, ob es Käufer gibt. Und ihr verhandelt mit dem Verkäufer und sagt, wenn von 4 Parzellen 3 verkauft sind, dann würden wir zum Notar gehen. Ihr müsst die Dinger nicht mehr kaufen. Ihr müsst euch jetzt nur noch überlegen, wie bekommt ihr die zwischenfinanziert, diese 6-8 Wochen. Wenn ihr aber zu eurer Hausbank geht und habt schon fertige Bauwerksverträge mit Käufern, dann kriegt ihr das irgendwie hin. Und wenn nicht, fragt ihr uns, dann helfen wir euch. Also dann teile ich mit euch gerne die Marge. Ja? Manuel Ott ist da der Ansprechpartner. Ihr lacht, aber so bin ich auch reingekommen. Ich habe früher kein Geld gehabt oder nicht Geld, um diese Anzahl der Deals zu machen. Mach mal 7 Deals in einem Jahr. Ich habe mir Investoren gesucht. Im 2. Jahr konnte ich nicht mehr einen machen, ich konnte schon 3 oder 4 machen. Im 3. Jahr konnte ich auf einmal alles selber machen. Habe ich nicht, weil ich dort auch wichtig. Risikominimierung. Immobilienhandel ist Risiko, das ist keine Einbahnstraße. Und wenn ihr nicht fit in dem Thema seid, kann der Schuss auch nach hinten losgehen. Ja? In dem Modell einfacher, weil ihr jetzt kein eigenes Kapital einsetzen müsst, sondern ihr könnt erstmal gucken, wie zieht denn das Objekt. Dann habt ihr 3 draußen, 2 gehen gar nicht, keine Anfrage und 1 Treffer. Ja, Checkpot, ab zum Notar. Hinter dem Mikrofon geben bitte, Katrin. Nicht so schüchtern. Das heißt, ihr kauft die Grundstücke selber gar nicht mehr an, sondern... Doch, machen wir dann. Wir finanzieren sie zwischen, weil ich will die Marge haben. Du kannst aber auch mit dem Verkäufer verhandeln. Schauen Sie mal her. Wenn Sie aus Ihrem Grundstück parzellieren, dann entsteht ein Mehrwert, weil Sie zukünftig Folgendes haben. Der Wert Ihres Grundstückes richtet sich nach der Bebaubarkeit. Kann ich auf 1 Quadratmeter ein Stockwerk oder kann ich einen Trump Tower bauen? Das muss man den Leuten verstehen, zum Verstehen bringen. Und ihr löst das und ihr beweist das. Und dann kannst du überlegen, halbe-halbe mit dem Verkäufer Marge zu machen. Würde ich nicht machen, ich habe lieber die ganze Marge. Aber habe ich auch schon so gemacht. Aber das heißt, du sagst dem Verkäufer, ich möchte mal eine Exklusivität für ein halbes Jahr, dann funktioniert es und dann kaufst du das Grundstück an. Ja, nein, ich sage ihm, schauen Sie mal her, Herr Müller, Sie haben ein Problem. Seit 1/2 Jahr ist es online, Sie werden es nicht verkaufen, weil die Rechnung sagt 40.000 Euro plus Haus, zahlt einer 100.000, wer kann sich das leisten? Und vor allem schon nicht hier in Ihrer Doppelhaushälftenlage. Wenn ich das Geld ausgebe, möchte ich in Grünwald wohnen oder wo auch immer. Ja? So, das ist der eine Teil. Und jetzt da, wenn ich dann von 4 3 habe, dann kaufe ich es. Das ist die Argumentation und die versteht jeder, weil jeder will sein Geld haben. Einer, der verkaufen will, hat ein Problem, der hat einen Bedarf. Ja, bist Problemlöser. Okay. Hanan? Wie weit seid ihr noch involviert für die Käufer des Hauses? Oder seid ihr dann auch noch Ansprechpartner? Oder seid ihr ganz klar danach nur noch Bauträger? Wie geht ihr damit um? Sprech mal da rein zu mir. Na gut, insoweit wir komplett die Planung noch machen, bin ich natürlich noch da. Wenn wir das komplette Grundstück verkauft haben, das Haus auch verkauft, dann kümmert sich die Hausbaufirma drum. Okay. Er hat ein gutes Deo. So, ich bin sehr geruchsempfindlicher Mensch, aber sehr angenehm. Kannst du entscheiden, wie du tust, was du willst? Du kannst auch den Vertrieb selber machen. Wir haben dann irgendwann uns entschieden, wir machen den Vertrieb selber, weil wir die Argumentation selber in der Hand haben wollen. Am Anfang habe ich es extern gegeben, um zu skalieren. Funktionsfähiges Geschäftsmodell. Ich würde empfehlen, gebt den Vertrieb an die Hausbaufirma, weil die stecken tief drin. Die kennen die Heizungssysteme, die kennen die Fensterrahmen, die kennen die Sonderwünsche. Und das ist ein anderes Modell. Ihr seid einfach die Wühlmäuse und nicht mehr die Verkäufer. Letzter Vortrag heute von mir. Welche Perspektive nehmt ihr im Leben ein? Und in eurem Leben werdet ihr immer unterschiedliche Perspektiven einnehmen müssen, um erfolgreich zu sein. Und gerade in der jetzigen Situation müsst ihr die Perspektiven verändern. Daher deine persönliche Entscheidung, mach es selber oder verteile es. Ich würde es verteilen und würde lieber mir 10 Grundstücke suchen, wo ich weiß, 8 gehen nicht
und die zwei soll sich irgendeiner machen. Jetzt wohnst du vielleicht in deiner Gegend, in einer Region, die nicht so gut funktioniert, weil Doppelhäuser dort nicht so gängig sind. Oder in München, da kostet eine Doppelhaushälfte 1,4 Millionen plus. Da musst du schon auch die richtigen finden. Sucht euch auch die Regionen in Deutschland und da werdet ihr feststellen, das geht in B- und C-Städten besser. Das geht nicht im Stadtzentrum, das geht außenrum in den Speckgürteln und mittlerweile auch ländlich. Probiert Land, probiert Stadt, findet Lagen raus, findet Städte raus, die funktionieren. Ja, hier noch, Manu, ein Projekt, was wir gemeinsam gemacht haben. Da ist die ganze Phase, das haben wir auch erklärt. So sah das mal aus. Jetzt ist der Olli genau drinne. Das war ein Haus in Stuttgart. Ich gebe bei dem Manu kurz das Mikrofon noch einmal. Da war ein Poolhaus, haben wir Kalkulation gemacht, haben wir weggerissen. Haben eine erste Planung drauf. Gärten, Zuschnitte, haben da unten die Garagen. Jeder musste seine Garage auch durch den Garten irgendwie erreichen. Manu, erzähl du weiter. Ein total witziges Projekt eigentlich im Endeffekt im Nachhinein. Hat funktioniert wie geschnitten Brot. Wir hatten innerhalb von 24 Stunden in Stuttgart 120 Anfragen. Die ersten zwei Käufer von dem ersten Doppelhaus. Er sagt zu mir das Projekt, sage ich, Manu, in Stuttgart, bist du irre? Ich habe da gar nicht dran geglaubt. Ich sage zu ihm, mach mal einen Ballon, überzeug mich mal davon, dass ich dann auch meinen Segen geben kann, dass wir das Geld da investieren. Sage ich, wenn da 20 Anfragen sind, stellt einen Ballon rein unter einem anderen Namen mit ähnlichen Daten, schaut, wie viele Anfragen kommen. Das ist auch ein Indikator. Kamen 120 Anfragen, sage ich, kauf sofort das Ding. Das war noch in einer guten Zeit. Muss auch dazu ja, sagen. Ja, aber stopp. Allein das ist ja gar keine Frage. Ich weiß schon wieder, jetzt sind so die Skeptiker hier im Raum, wann waren das? Ja, damals war das, Scheiß doch drauf, wie das damals war. Ihr müsst heute checken und wenn da 12 Anfragen sind und ihr habt 4 Hälften, dann ist genau richtig. Aber ich glaube, bei dem Projekt, das muss man auch dazu sagen, witzigerweise habe ich dieses Projekt über meinen alten Arbeitgeber angekauft, wo ich gearbeitet habe zuletzt. Also der hat es verkauft, und der alte Arbeitgeber hat es verkauft und wir haben es gekauft. Und die haben das Grundstück, das Haus, 9 Monate am Markt angeboten und keiner wollte es. War ungefähr ein Investment von 2,7 Millionen Euro. Der also alte Arbeitgeber hat es nicht wegbekommen. Haben 1,2 Millionen Euro gekostet und das war gar kein Problem. Ganz kurz noch und dann machen wir jetzt wirklich Schluss. Die Marge war, wenn du mal aus dem Licht gehst, Gewinn. Wir lagen knapp bei 700.000 Euro. 720.000 Euro vor Steuern. Also kein Scheiß. Das haben wir projektiert. Wir machen eine 3D-Grafik drauf, dass man sieht, wie das Ding ausschaut. Das ist kein Foto. Das ist modelliert. Das sieht ihr hier unten an dem Fahrrad. Damit die zukünftigen Käufer sich auch vorstellen können, wie schaut denn das aus und nicht nur einen Acker sehen. So, und das war's. So funktioniert Grundstücksparzellierung, ja? Jetzt haben wir 16 Minuten überzogen. Das war genau die Einführung. Ich weiß, jetzt sind noch ganz, ganz viele Fragen. Geht auf den Manu zu, dafür ist mein gesamtes Team da. Ob ihr zum Online-Marketing, zum Bestandsaufbau, zum Handel, zur Unternehmensführung, Steuerung, egal wen. Quatscht jeden an, holt euch die Informationen. Ich sage vielen, vielen Dank, Manu. Jetzt bist du freiwillig, die werden dich gleich stürmen. Wir sagen danke. Der Manu geht runter. Ja.